Es geht hier los. Nach dem 31.01. Wir haben halt wirklich in einem Monat so viel Zeug dazu gekriegt. Das ist halt echt krass. Von ich auch. Selbst gebaut ist für VR. Das ist wirklich wild. Ob das bequem ist? Ich meine, es erfüllt seinen Zweck. Das sieht ja richtig geil aus. Vor allen Dingen ist das handwerkstechnisch echt cool. Das gefällt mir richtig gut. Sag ich, wie es ist? Das gefällt mir richtig, richtig gut. Aber wenn man VR fährt, warum ist denn hier noch eine Buttonbox? Wahrscheinlich kann man damit irgendwas starten und steuern. Thrustmaster-Pedale, sieht auch ein bisschen umgebaut aus. Mit Rumble-Motoren kann das sein. Sieht ein bisschen danach aus. Die scheinen modifiziert zu sein, die Pedale. Das ist schon cool. Steht leider auch nichts dazu. Primax, 4090. ACC ist leider nicht so dolle. Stell dir mal vor, es ist halt einfach ein witziger Kontrast, okay? Ohne Wertung. Du baust dir einen Rig aus Holz und hast halt eine 4090 in deinem Rechner drin. Das ist irgendwie ein bisschen konträr. Aber hey, ich meine, dafür hätte man sonst auch ein bisschen mehr ausgegeben. Das ist cool. Das ist richtig geil. Was haben wir denn hier von Sascha? SVDB. Wer hat hier Straßenschilder geklaut? Okay, das sieht auch sehr cool aus. Das mit der Buttonbox gefällt mir. Das muss ich auch irgendwann nochmal machen. Dieses angewinkelte Zeug hier. Und das dann... Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil Buttonbox wird bald entwickelt. Wir fahren... PR1000, nice. Das sieht auch schick aus hier. Was haben wir denn da noch? Sehr interessantes Konstrukt. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Aufbau dafür. Okay, interessant. Cool. Oh, mit Sitzkissen sogar. Oh, der Sitz hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Alright. Das ist doch nice. Kabelmanagement ist on fleek, würde ich sagen. Das würde bei mir übrigens nicht halten hier. Das würde bei mir alles abreißen. Das ist auch wieder so ein Kellerraum, glaube ich, ne? Sieht so ein bisschen nach Kellerraum aus. Oh, das Wheel ist richtig geil, das BMW Wheel. Das ist eins der besten Wheels von Hunting. Kein Scheiß jetzt, das ist echt gut. Christian L. Was hat Christian L. denn hier verbauen? Christian L. ist doch relativ kompakt unterwegs, aber schön. Schön mit GSI-Wheel. Flaggen sind dabei, also ist schon viel dran. Ne? Ist das ein Beistelltisch? Nee, ist aufgeschraubt. Nice. Das ist auch echt ein schönes Rig. Simpel und schön. 4070 so eine 32 GB RAM. Ah, guck mal, fährt sogar Moser Wheelbase, alright. DEC-Pedale. Oh. Was haben wir denn hier? Herr Müller. Herr Müller ist auch mit Holz ein bisschen fähig. Oh, das ist ja auch interessant hier wieder. Aber hey, ich meine, warum nicht, ne? Also ich bin mir immer nicht so sicher, ob das für mich halten würde, ne, mit dem Holz. Die Handschuhe, Gartenhandschuhe. Es erfüllt auch seinen Zweck, würde ich sagen. Ich finde das so cool, ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt nicht wirklich so viel Geld ausgeben willst und Holz übrig hast irgendwo, was du dir snacken kannst, ist das doch definitiv eine sehr schöne Alternative, dir sowas zu bauen hier. Finde ich geil. Das finde ich wirklich sehr geil. Also ich persönlich hätte ein bisschen Angst, wenn ich hier mit dem Ellbogen gegenkomme, dass man da Holzsplitter drin hat. Jetzt ist die Frage, Herr Müller, haben Sie schon mal Holzsplitter im Ellbogen gehabt? Ich hoffe nicht. Februar 25, 24. Das ist echt cool, das gefällt mir. Oh, was sind das für Pedale? Kenn ich gar nicht. Oh, BJ Steel, glaube ich, ne? Oh, sieht so aus. Nice. Das ist geil. Das gefällt mir. Das finde ich wirklich cool. Ah, hier noch, dass man sich nicht stößt. Ich meine, du, ganz ehrlich, ist das personalisiert auf dich zugeschnitten, dass du fahren kannst? Das ist geil. Das gefällt mir wirklich sehr. Ah, hier wurde nochmal geupdatet irgendwie mittlerweile. Weil da stand irgendwas von Moser Wheelbase. Equipment sitzt vom Audi A6, TSL der Dieter. Achso, die Dings hier war. Ah, guck hier, jetzt das. Ah, und das ist doch BJ's, der weiß wieder. Okay, nice. Schön. Was haben wir denn hier? Max. Was hat Max denn gebaut?
Okay, Max hat nochmal extra Aluprofile oben. Wofür? Ist der Monitor zwischen? Warte mal kurz, hier hat einer eine pinke Steckdosenleiste? Wait a second. Okay. So richtig viele... Au! Damit es dunkel ist und die Sonne nicht reinscheint. Das ist auch so... Also, nicht böse gemeint, das ist so richtig Ghetto. Das ist so richtig Ghetto. Hier überall noch die ganzen Pappkartons am Rumfliegen. Zweite Aluprofil war, glaube ich, nicht mehr da. Aber hey, du, wenn es funktioniert... Wenn es funktioniert, ist doch geil. Das ist auch, so habe ich auch alles früher immer mal rangedengelt. Nice. Das gefällt mir. Hier wurde nochmal geupdatet. Das ist ja auch interessant. Vielleicht machen wir das irgendwann auch nochmal. Weil ich sehe das so häufig bei euch. Schönes Ding, Max. Ah, guck mal. Oh. Max hat nochmal geupdatet und macht das mit Parkett. Oh, wir wissen alle, was hier draus wird, Chat. Du hättest doch mal deinen Müll rausbringen können, Max, okay? Der muss ja jetzt hier nicht im Bild stehen. Aber das, Max, ich freue mich, wenn das fertig ist, Maga. Das wird richtig gut. Oh, Max macht alles dunkel, glaube ich. Der macht sich so ein ultra-realistisches Ding. Oh, ich glaube, Max macht sich so einen richtig ultra-realistischen Apparat hier. Maga, was denn? Bist du in der Kellerbude drin? Halb renoviert, okay. Oh, wir wissen ja alle, was das wird bei Max. Ich glaube, Max ist ein kleiner Tüftler. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn du fertig bist, Max. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwann nochmal zu sehen. Das wäre richtig geil. Aber wie sagt man immer so schön, weil das Hintergrund, der Hintergrund so ist, wie er ist, wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Die Eskalation wartet auf Baumaterial. Ja, wir warten auch auf Baumaterial. Was hat denn Katholik G? Sieht nach Stand aus. Okay, cool. Da ist, warum gucke ich mir meine eigene... Ach nee, das ist meine Review. Ich wollte gerade sagen, warum gucke ich mir meine eigene Review? Oh, das ist schön, schön Sim-Magic, okay. Mit einem Stand vorm Schreibtisch. Ist das eine normale Alpha? Ja, ne? Ja. Schön. Das sieht auch sehr geil aus. Ich finde das schön, wie immer mehr Leute da reindiven und sich halt auch solche Stands holen und das mit denen funktioniert und die klarkommen. Geil. Drift-tastic. Also bei Driftern muss man sagen, die sind die letzten Jahre ganz schön eskaliert. Was haben wir denn hier bei Drift-tastic? Drift-tastic hat erstmal sein komplettes Logitech umgebaut. Mit Gurten. Das sieht auch ziemlich eng aus hier, aber... Alles abgedeckt, damit wir das nicht sehen können, nehme ich an. Sehr gut. Da wird halt mit dem Logitech gedriftet, ne? Und hier wird alles umgebaut. Nice. Ich hoffe, das funktioniert, Drift-tastic. Drifter sind echt ziemlich krass unterwegs, was ihre Setups angeht. Das ist echt cool. Was haben wir denn hier? Pitpo. Ich weiß nicht, ob das Marke Eigenbau ist. aber... Das hier ist ja wohl mal bitte ein absoluter Banger. Wow. Das ist ja wohl mal bitte mega clean. Wow. Okay, also... Das ist das Cleanste, was ich seit langem auf diesem Stream gesehen habe. Holy moly, ist das clean. Was für ein schönes Zimmer. Wow. Wie sagt die Jugend von heute immer? Tschüss. Pitpo? Was für ein schönes Zimmer, mein Freund. Da steckt sehr viel Liebe drin. Wow.